Wir brauchen Bilder, Bilder von Spider-Man. Das sofort. Ist unser Motto heute. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass irgendwie jeder auf der Welt Spider-Man spielt. Ich nicht. Stimmt, können nur die auserwählten Leute, die eine Playstation haben. Auserwählte Leute, ja, ja. Und wir machen heute was ein bisschen daran rankommt. Und zwar photoshoppen wir uns einfach auf Spider-Man, in Spider-Man, an Spider-Man. In Spider-Man? Mit oh. Ich habe etwas richtig Wundervolles rausgefunden. Es gibt nämlich ein Frogman in diesen Spider-Man-Comics und ich dachte, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Okay. Eugene, the fabulous Frogman! Also shoppen wir jetzt ein wir brauchen Frogman, der Erzfeind einen besseren Frogman. Von Spider-Man. Der Frogman ist ja fett. Ja, stimmt. Aber wir haben schon die perfekte Vorlage. Siehst du, wie alles zusammenkommt? Siehst du es? Du willst, dass Eugene uns beitritt, wa? Dass er der dritte Space Frogs wird, ne? Genau, okay. Aber ihr wisst, was Eugene auf Deutsch heißt. Eugen! Machen Bilder! Bilder von Eugen! Wenn du Eugen so... Oh, doch, du findest ihn. Also du findest auch andere Eugens. Hier sind eine Menge Eugens. Achso, wir wollen aber ja, den Eugen, ne? Das ist ein Name. Den haben Menschen halt so mehr als einer. Hm. Guck mal, hier hat er schon ein Superheldenkostüm an. Das stimmt, das ist... Black Panther! Ach so? Black Panther hat so eine Halskette und da kommt sein Anzug raus oder sowas. Ich raste aus. Wie gut sind die? Ja, das ist. Das ist der Joker. Hallo meine Kinder. Oh, das ist aber. Das ist klein. Ne, guckt's an. Ne, als würde jemand mit der Pringles-Packung reinkommen und er hat übelst gebufft und ist so, wow, guck, nice. Sind sich auch ziemlich ähnlich, die beiden. So funktioniert das nicht. Wo ist denn jetzt mein Brushpinsel? Achso, ich muss einfach B drücken. Möchtest du ihn rund und hart oder eher weich und. Natürlich rund und hart, rund und hart, rund und hart. Aber ich meine, Angst hätte ich jetzt nicht vor ihm, ne? Also, das ist eher so, wenn du den Typen auf der Straße siehst, dann verprügelst du ihn ja aus Spaß. Er braucht noch so ein Panty. Stimmt. Oh mein Gott, wer ist das? Ist das Superman? Nein, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist Eugen! Schlüpfer. Eugen! Die Wahrscheinlichkeit, dass er so auf der Straße verprügelt wird, statt jemanden zu verprügeln, ist jetzt nur noch höher, ne? Also, er ist immer noch nicht bedrohlicher, du hast nur dein Höschen besser angepasst. So. Ich finde, Superhelden sollen nicht bedrohlich sein. Doch? Ich will mal einen vernünftigen, gib mir eine scheiß AK. Das ist doch mal ein cooler Superheld, weißt du, der einfach keine Gnade zeigt. Der ist so von wegen, yo, du überfällst einen Kindergarten, hier, Dynamit, fick die Kinder. Hauptsache, der Böse ist tot. Eugen macht keine halben Sachen, ansonsten dürft er auch nicht in dieses Froschkostüm, ne? Da gibt's Regeln. Und zwar die Regel, dass man bereit ist, Kinder zu töten für Gerechtigkeit. Du kennst doch unseren Liebling, J. Jonah Jameson. Gespielt von J.K. Simmons, der beste J. Joe Jajana J. Jr. Jameson, den es jemals gegeben hat. Guck ihn dir an. Und ich habe irgendwie, als ich Spider-Man eingegeben habe letztens, um was zu suchen, habe ich rausgefunden, es rumort sich, dass Ice Cube ihn spielen soll. Ich meine, hast du den Film gesehen, ne, diesen Film? Straight Outta Compton, wo in seiner Geschichte erzählt wird, wie er da mit einem Baseballschläger bei seinem Manager reinkommt und den er halt verprügelt, von wegen, gib mir mein Geld. Und was macht er jetzt? Kinderfilme. Und jetzt will er Bilder für Spider-Man. Okay, wie könnte das Ganze aussehen? Ice Cube. Mal gucken, ob wir ein ausgeschnittenes finden. Ja, perfekt. Das könnte funktionieren, meinst du nicht? Jetzt sehe ich es auch. Ah, wir kommen unserem Ziel näher. Mit Hand. Schau nur, wie gut die Perspektive stimmt. Ich habe da einen einfachen Trick gegen. Spiegeln. Snam. Redips. Elgub. Iliad. Wer kennt diese Zeitschrift nicht? Ja, genau. Und so könnte Ice Cube aussehen, wenn er im nächsten Spider-Man-Film mitspielt. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Aber wie soll es eigentlich einen nächsten Spider-Man-Film geben, wenn Spider-Man doch Staub ist? Na, weil schon die nächsten 2 oder 3 Kinofilme geplant sind. Und man das einfach einsehen kann. Was? Glaubst du etwa, Spider-Man kommt im nächsten Avengers zurück? Oh, was für eine Überraschung! Weißt du, wen wir, glaube ich, super gut zum Bösewicht machen können? Nee. Julian Bam.
Von Julian Bam findet man bestimmt ein Bild, wo man sich denkt, so, okay, da muss man jetzt noch ein, zwei Sachen verändern. Und dann sieht er voll evil aus. Ja, guck mal, wie böse er aussieht mit diesen weißen Haaren. Ziemlich krass. Mhm. Oder hier mit seinen weißen Haaren. Guck mal, wie evil der ist. Der hat ein paar Füße einfach abgetrennt und legt sie auf seinen Tisch von wegen. Ja, stimmt. Ne? Jeder, der vorbeikommt, weiß erstmal, yo, wenn du meine Fanta nicht trinkst, schneide ich dir deine scheiß Füße ab und leg sie auf meinen Tisch. Genau, genau das. Was machst du jetzt? Na, er ist doch böse, dachte ich, oder? Ja. Bullion Jam ist böse. Das funktioniert so gut. Ich weiß nicht, es ist so komisch, ein böse Gucken zu sehen. Wenn Julian Bam ist so ein kleiner Lieber, dann kannst du gar nicht vorstellen, dass er böse sein könnte. Oh nein. Aber er trennt Menschen die Füße ab. Und weißt du, was er noch hat? Keine Nase? Machst du jetzt seine Nase weg? Er hat keine Nase. Ist er jetzt Lord Voldemort oder was? Ja. Dann braucht er einen Zauberstab, oder? Nein, ja. Nur ein Maschinengewehr. Nein, Rick, kein Maschinengewehr. Jetzt mach nicht seinen Mund weg. Ich will seinen Mund doch gar nicht kaputt machen. Warum, was machst du denn damit? Das macht ihn wirklich ein bisschen böser. Warte mal. Jetzt schreibst du jetzt auf seine Brust Evil, damit alle wissen, dass er evil ist. Aber ich mache es im Stil einer berühmten, viel zu teuren Marke. Guck mal, sieht auch überhaupt nicht aus, als würde es nicht dahin gehören. Ja, das wäre doch mal ein Crossover. Spider-Man, Harry Potter und Julian Bam. Money vorprogrammiert, sage ich dir. Was, wenn er super lange Beine hätte? Oder super kurze Beine? Aber ganz ehrlich, sollte das ihn jetzt bedrohlicher machen? Du denkst dir dann wahrscheinlich, ach du Scheiße, was ist denn mit ihm los? Und kommst ihn halt einfach nicht in die Quere. Oder du hast halt Mitleid mit ihm, weil er so ein ganz kurzes Bein hat. Ich finde, es würde noch realistischer aussehen, wenn es tatsächlich im Daily Bugle stehen würde. Mhm. Ja, was sagst du dazu, ha? Hammer. Ja, würdest du nicht auch sagen, dass es 1:1 so gedruckt werden könnte? Ich finde schon wow, ne? Ja, wir haben einen super Bösewicht gemacht. Ja. Wir haben einen Ice Cube gemacht. Und einen dritten Space Frog. Also ein Retter, ein Helfer. Also ein Kollege von Spider-Man. Genau. Ich muss sich natürlich noch verdienen, ein Space Frog zu werden. Also ja, vielleicht Eugen, wenn du Space Frog werden willst, dann zeig uns, was du kannst. Ja. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Photoshop Action, dann klickt doch einfach dieses Video neben uns. Ich weiß gerade nicht, wo es ist oder wo wir sein werden. Keine Ahnung. Ich entscheide es im Schnitt. Ja, ich mach ASMR. So.